Hallo, Goofy. Wie geht's dir heute? Hey, du! Hui, jemand Neues. Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Natürlich bin ich ein Freund. Puh, das ist beruhigend. Es ist wirklich lange her, dass ich jemand anderen zu Gesicht bekommen habe. Seit sich der Himmel verdunkelt hat und die Nachtdornen gekommen sind, warte ich darauf, dass jemand vorbeikommt. Aber jetzt bist du ja hier. Wir werden gute Freunde sein, ich weiß es einfach. Wenn das nicht zu aufdringlich ist. Es gibt so viel, was ich dir sagen, zeigen möchte. Das ist mein Stand. Wir müssen ihn allerdings erst aufräumen. Oh, und wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erstmal eine Glücksangel finden. Immer mit der Ruhe, Goofy. Wir können alles machen, allerdings eins nach dem anderen. So, finden wir zuerst eine Glücksangel. Oh Junge, ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich suche schon ewig nach ihr. Komm schon, sie muss in der Nähe einer der Teiche sein. Wir sehen uns! Angel-Expedition. Geh mal raus. Okay, ich dachte, er führt mich jetzt dahin, aber nein. Aber ich weiß ja, wo sie liegt. So, hier haben wir sie. So, ich spreche jetzt nochmal mit Goofy. Ach so, wartet. Dazu sollte ich auch mal die Quest aktivieren. Was mache ich denn heute? Also wirklich, Fanny. Aufgaben. So. Sehr gut. So, dann reden wir jetzt mit Goofy. Na, wie geht's? Ich glaube, ich habe deine Glücksangel gefunden, Goofy. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Die Spule lässt sich nicht mehr drehen. Oh. Danke, Fanny. Jetzt lass mich mal sehen. Ah, sie war nur mit Algen verheddert. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe, gebe ich dir diese, die ich nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehörte unserem alten Herrscher. Hey, sieh mal, sie scheint dich zu mögen. Sie reagiert auf mich? Bestimmt, weil ich so magisch bin. Das muss es sein. Du scheinst wirklich magisch zu sein. Hier, bitte sehr. Sie gehört dir. Hier noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Er ist wirklich schick. Oho. Ja, das ist er. Vielleicht sollte ich meine eigene Goofy-Wear-Modelinie gründen. Ja. Ich könnte Onkel Dagobert ein wenig Konkurrenz machen. Also gut, ich zeige dir, wie du deine neue Angel benutzen kannst. Gut, jetzt möchte Goofy mit mir angeln gehen. Wunderbar. So, ich weiß aber Gott sei Dank, wie das funktioniert. Ich drücke in dem Fall die Taste 4 und nehme dann die rechte Maustaste, bringe es in diese Welle rein und sobald angebissen wird, immer schön die linke Maustaste drücken, wenn der Kreis dann grün ist und nicht rot. So, mein Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Zeig Goofy den großen Fang. Na, wie geht's? Na sowas, du bist ein Naturtalent, Fanny. Das hat Spaß gemacht. Oh. Das stimmt und nützlich ist es auch noch. Oh. Du kannst deinen Fisch an meinen Stand verkaufen, das heißt, sobald wir ihn wieder eröffnet haben. Bis bald. Ah ja, alles klar. Dann gehen wir mal schnell hin. Na, wie geht's? Hui, ich schätze, er ist etwas heruntergekommener, als ich dachte. Aber das macht nichts. Onkel Dagoberts Baufirma kann das in Ordnung bringen. Du kannst das Schild benutzen, um ihn zu rufen. Meinetwegen. Hui. Einen schönen Tag noch. Es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Vordermann bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Kommen wir nun zur Sache.
Goofy kann diesen Verkaufsstand ohne weitere Kosten haben, da das Tal ihn braucht, aber nächstes Mal werde ich nicht so großzügig sein. Was meinst du? Ja, lass uns den Stand herrichten. Goofys Verkaufsstand ist ab sofort geöffnet. Wenn du an einer anderen Immobilie interessiert bist, lass es mich gerne wissen. Berühre einfach das Schild daneben. So, wir haben den Stand jetzt eröffnet und jetzt können wir nochmal mit Goofy reden. Hallöchen! Danke für alles, Fanny. Du hast meine Angel gefunden und mir geholfen, den Stand herzurichten. Du bist eine wahre Freundin. Alles, um dem Dorf zu helfen. Ich tue alles, um meinen Freunden zu helfen. Was habe ich davon? Ich tue alles, um meinen Freunden zu helfen. Ach, was soll's. Ich bin wirklich stolz darauf, dein Freund zu sein. Hier ist eine Kleinigkeit, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich schätze. Es ist eine kostenlose Probe einiger der Samen, die ich auf der Wiese verkaufe. Oh. Ich habe ständig neue Sachen im Verkaufsstand, also komm vorbei, wann immer du willst. Du könntest sogar ein Investor sein und mir helfen, ihn noch besser zu machen. Dann könnte ich noch mehr Saatgut verkaufen.